Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und heute zeige ich euch meine T61, mein zweites Weihnachtsgeschenk, was ich aus dieser 5er Weihnachtsbox gezogen habe. Mega Weihnachtsbox war das, glaube ich. So, ja, wir sind ein bisschen orange markiert, da jemand in meine Torpedos gefahren ist, der Horst, weil der unbedingt killen wollte, ein anderer Zerstörer, auch eine lustige Sache. Naja, passiert. Torpedos sind halt gefährlich. So. Ja, Captain Dasher ist mit an Bord. Daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt, weil das das einzige Schiff ist, wo ich Dasher habe. Hatte leider nicht, damals nicht geschafft, noch mehr von ihr freizuspielen, um sie noch auf andere Schiffe zu tun. Aber ich habe leider nur die deutsche Variante von der Dasher bekommen. Die englische hätte ich auch noch gern gehabt und die französische. Aber naja, so ist das halt. Man kann sich ja nicht immer alles erspielen. So, Erkennbarkeit zu Wasser haben wir, glaube ich, 6,8. Erkennbarkeit zur Luft 3,8. Das ist aber nicht so schlimm, weil Torpedowerfer haben eine Reichweite von 8 Kilometer. Dafür ist unsere Hauptbatterie ein bisschen schwächer. Die hat nur 11,6 Kilometer Reichweite. So, ich möchte jetzt diesmal nicht so riskant spielen. Die letzten Male, als ich versucht habe, ein Video hierüber aufzunehmen, bin ich jedes Mal kläglich gescheitert. Ich gebe ja zu, ich bin nicht der beste Spieler und ich möchte auch nicht jedes Mal 2-Minuten-Videos machen, wenn ich gleich verrecke. Soll ja schon ein bisschen was Tolles sein. Soll ja schon ein tolles Video sein, wo ich auch mal gewinne. Kommt selten vor. So. Na. Der ist nicht alleine. Definitiv nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir fahren in die Schlucht. 6,8 habe ich gesagt. Noch ein bisschen näher kommen. Wurde entdeckt. Ach doch, ich habe gerade auf den hinteren geguckt. Das war mein Fehler. Ach, da hinten ist er. Dann Rückzug. Ja, der Kollege zieht sich auch zurück, Gott sei Dank. Ah! Guckt ein bisschen Land raus. Rückwärtsgang, schnell. Kommt man dran vorbei. Ne, na doch. Haben wir. Haben wir uns schon wieder entdeckt. Wieder aus der Luft. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Oh. Schon wieder hänge ich fest. So. Omar haben wir nicht mehr im Rücken. Da ist auch noch eine New York. Das ist natürlich doof. Wir geben mal ein bisschen Speed. Und ein bisschen versetzt. Der hat sich verzielt. Einen kriegst du noch von mir. King George. Da kommt noch ein. Und Brand gesteckt, das ist auch schön. So. Einen haben wir verloren. Ne, wir haben keinen verloren. Und das ist doch kein Schiff von uns gewesen? Doch. Kann ich ja sagen. Ah, King George ein, zweimal getroffen.
Er brennt nicht mehr. Frage, sieht er uns noch? Nein. Dann kommen gleich die nächsten. Dann drehen wir um und kommen den Kollegen dazu Verstärkung. Die Kirov und den Friedrich, den man freispielen kann. PE Friedrich und den hat es gerade zerstückelt. Die Kirov, die ist gleich weg. Ah, die ist weg. Ja gut, das ist das Einzige, was Friedrich da machen kann, ist nur ein Rückzug. Also ich glaube nicht, dass sie da groß noch irgendwie ankommt. Das waren zwei Kreuzer und ein Zerstörer, eine Fubuki. Ich glaube, die hat eine längere Reichweite als meine Torps. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Friedrich am Arsch kleben, um sie vor den Zerstörer zu schützen. Ah, Torpedos. Was hatten wir für eine Flak? Eine Flak haben wir nicht so geil, ne? 3,5. Torpede, прямо в курс. Torpede по левому борту. Einen haben wir noch mitgenommen. Torpede по правому борту. Schade, nur einen. Boah, ein Treffer hat er noch gekriegt, oder was? Hau ja ab, du. So. Wir fahren, wir drehen nochmal. Weil ich habe die Befürchtung, dass der feindliche Zerstörer ihn folgen wird. Dem Friedrich. Den Bomber muss er selber klarkommen. Da ist er. Okay, ich weiß nicht, wo du bist. Renn! Wir haben einen Glücksschuss. Oh, er hat mich auch schon nicht losgelassen. Na los! Yes! Und weg hier. Friedrich, ausweichen! Komm mir doch nicht entgegen! Oh, das wird einer. Das wird einer. Tut mir leid, Friedrich. Ah, schade. Ah, da kommt noch eine Kirov und eine New York. Spendiere dem mal, glaube ich, ein bisschen Nebel. Hätte noch ein bisschen warten sollen, schade. Установка дымов завершена. Er wird trotzdem noch gesehen, shit.
War natürlich Nebel für nothing. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Ja, was machen wir? Denken kommen wir eh nicht an, ne? Требуется помощь. Ja, brauchst Unterstützung. Wir sind ja auch nur zu viert, ups. Naja, ich wollte ja eigentlich noch warten, bis nämlich hier der die Kirov kommt. Und vielleicht der Kirov noch einen mitgeben. Na gut, dann jagen wir nochmal. Stürzen wir uns da hinten in den Kampf. Peint noch nicht im Visier. Der muss nur einmal angehustet werden, dann kippt er um. Aber ich habe auch nur 3000, also viele halte ich auch nicht mehr aus. Oh, die König wäre auch noch ein verlockendes Ziel. Ah, 11,6. Jetzt kommt das zu tragen, dass wir dann halt eine kurze Hauptbatterie haben. Also der amerikanische Zerstörer, der hatte ja, den wir da bekommen haben, irgendwie 13 Kilometer, ein bisschen länger. Ja, ich kann es jetzt erst versuchen. Braucht der nur einen Glückstreffer? Bomber. Nun versuchen wir noch den König zu kriegen. Friedrich. Der König will weg. Der brennt auch schon. Aber irgendwie kriegt er gerade Schaden. Der ist gleich weg. Okay. Gut. Dann ein paar Mal an die Friedrich ran. Dass die noch ein bisschen Schaden kriegt. Wir geben nicht kampflos auf. Aber die Friedrich fährt leider hinter die Insel. Gib mal Gas. Jetzt müssten wir aber besser zu sehen sein, ne? Beim Feuer, Nebel, Flak, Schiff brennt. Ich glaube, wir sind besser zu sehen. Ich möchte gerne Friedrich noch einen vom Latz geben. Kirov sieht uns aber gleich. Kirov sieht uns. Dimmergenerator запущен. Friedrich dreht. Dann muss ich sie leider für die Kirov verwechseln. Benutzen. Scheiße, das war's auch schon. Ich dachte, ich konnte noch mal einmal Angriff machen. Treffen die Torps noch was? Wir sehen es leider nicht, aber hätte da schon längst sein müssen. Ist wahrscheinlich vorbei manövriert, da ist er.
Hat's geschafft. Wunderbar. Gut, ja. Auch nicht gewonnen. Ich werde es trotzdem hochladen. Wir haben uns gut verkauft, finde ich. Vielleicht hätten wir hier und da ein bisschen besser sein können. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Pech einfach mit dem Team, glaube ich. Na gut. Da hinten anzufangen, kaum Unterstützung zu kriegen, die waren halt in Überzahl. Ist halt so. Kannst du nichts machen. Hat doch trotzdem Spaß gemacht. Trotzdem bringt mir die T61 mit Dasha irgendwie kein Glück. Bisher bin ich nur am Verlieren. Na gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.